Servus zusammen. So, heute geht es nochmal zu Andi und Chili. Allerdings. Mit dem Fahrradwohnwagen. Da geht es nach Mannheim auf einen Campingplatz, beziehungsweise in der Nähe von Mannheim. Am Rhein. Am Strandbad. Also, verfolgt mich. Bis gleich. Servus. So, ich bin jetzt angekommen. Naja, der Andi, der ist schneller verschwunden, als man gucken konnte. Geblieben ist nur eine hungrige Chili. Ich muss schon aufpassen, die hat ja schon Nutella gegessen. Ja. Gleich sind die Chilis da unten auch noch leer. Ja. Und wir gucken gerade gemeinsam den Livestream vom Enduro-René. Naja, funktioniert irgendwie gerade nicht so. Und ja. Und ansonsten warten wir auf den Andi, wenn wir bis dahin nicht verhungert sind. Naja, wir melden uns, wenn der Andi wieder da ist. Servus, da bin ich nochmal. Ja, der Andi lässt uns leider immer noch warten, aber schaut euch einfach mal diesen Sonnenuntergang an. Das ist ja fast wie im Süden hier. Einfach genial. Ja, leider ist die Sonne gleich weg. Schon. Ja, ich werde euch wieder rausholen, wenn der Andi wieder da ist. Also, bis gleich. Servus. Schaut doch mal, wer da jetzt noch gekommen ist. Der Andi. Ja, da musst du noch ein bisschen arbeiten. Ja, heute sind wir im Neckarau am Campingplatz. Ein bisschen einen Tag chillen, grillen. Ja. Ja, morgen geht's ja wieder nach Hause. Ja, ist eigentlich echt cool hier. Ihr habt ja den Sonnenuntergang gesehen. Echt genial. Ja, gemütlich vor allen Dingen und ja, gemütlicher Abend heute. Ja, leider kann ich euch jetzt beim Grillen selber nicht mehr mitnehmen, weil es ist schon zu dunkel. Ich muss jetzt eben schon die Belichtung auf 1600 stellen, damit man überhaupt noch irgendwas sieht. Dafür kommt morgen früh ein schönes Video oder schöne Fotos. Genau. Ja. Also, ja, bis später. Bis morgen früh. Ciao. Ciao. Moin Sportsfreunde. So, jetzt werde ich langsam auch mal wieder wach. Schaut mal, da drüben, der Andi. Der wird auch langsam wach. Guten Morgen. Oh, die Chili macht Tee. Der Gulasch da hinten im Eck ist auch noch nicht leer. Naja. Mal schauen, ob man da noch irgendwie was wegkriegt. Ich glaube es aber irgendwie nicht. Ja.
Also, ich melde mich, wenn ich irgendwann mal hier rauskomme. Servus. Schaut mal. Jetzt haben wir alles wieder abgebaut. Aber schaut euch mal an. Also bei der Chili, den Hänger, den... Also, das grenzt schon fast an nicht mehr verkehrstauglich. Laber nicht. Gut voll auf jeden Fall. Gut voll. Aber jetzt schaut mal beim... Das muss man nur wollen. Jetzt schaut mal beim Andi rein. Ist auch gut voll. Also, Wahnsinn, oder? Wie viel Kilo hast du, Andi? Ungefähr? Also, wo ich herkam, 52. 52 Kilo? 52 Kilo mit Essen, mit Geschirr, alles drum und dran, ja. Wahnsinn. Ja. Bei mir weiß ich nicht. Ja. Keine Ahnung, hab keine Waage. Ja. Also, bei mir schätze ich 80 Kilo ungefähr. Also, schon Wahnsinn. Ich habe beim Fahren hierher schon gemerkt, extrem schwer. So, ich fahre jetzt noch ein Stück mit dem Andi bis zu ihm. Da hole ich noch zwei Felgen ab. Und dann fahre ich auch wieder nach Hause. Also sei dabei, bis gleich. Ja, leider musste ich jetzt den Andi hinter mir lassen, weil er zum Essen eingeladen ist. Ab hier werde ich jetzt alleine weiterfahren, allerdings werde ich das nicht mehr weiter filmen, weil jetzt geht es quasi den Weg, den ich schon hergefahren bin, wieder zurück. Das heißt, da gibt es nichts mehr zu sehen. Das heißt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Ich freue mich immer über Kommentare und das Abo nicht vergessen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!